begrüße Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Piccolo-Ausstellung hier in unserer städtischen Galerie. Das ist die fünfte Ausstellung dieser Art und schon im Jahr 2012 bei der ersten Ausstellung war eine so große Resonanz zu diesen Kunstwerken, dass beschlossen worden ist, das machen wir nochmal wieder. Und jetzt regelmäßig im zweijährigen Rhythmus findet diese Art der Ausstellung Piccolo hier in unserer städtischen Galerie statt. Die Ausstellung zeigt ein sehr breites Spektrum an Arbeiten. Insgesamt sind es weit über 100 Stück. Ganz unterschiedliche Stile und Techniken werden gezeigt und sie macht damit schon mal Vielheit und damit auch Vielfalt zu ihrem Programm. Zusammengehalten wird dieses Konzept einmal dadurch, dass es ausschließlich lebende Künstler sind, deren Arbeiten hier gezeigt werden, und zum anderen durch das Format. Das Format meint in diesem Fall die Größe der Arbeiten, äußere Abmessung. Dazu gab es eine Regel für die Beteiligten. Das Außenmaß durfte nicht größer als 40 x 40 cm sein. Gerade durch das vorgegebene kleine Format und durch seine Wiederholung werden die Kunstwerke in ihrer Unterschiedlichkeit vergleichbar und die werden dadurch auch wahrnehmbar. Der Vergleich von Unterschieden erschließt das einzelne Werk besser. Man spricht in diesem Zusammenhang von Differenzqualität, ein wunderbares Wort, das ich Ihnen gerne in den Sonntagnachmittag mitgeben möchte. Ein kleines Bild kann ich mit einem Blick erfassen. Es ist vielleicht nicht größer als das Gesicht einer Person, mit der ich in Zwiesprache trete. Um ein sehr großes Bild als Ganzes zu erfassen, muss ich oft eine distanzierte Haltung einnehmen. Aber dann drohen mir die Details zu entgehen. Ein kleines Kunstwerk kann selbstverständlich Träger einer komplexen Bedeutung sein. Der Symbolwert eines Bildes, seine Tiefe, seine technische und ästhetische Qualität, seine Aura, wie man auch sagt, also seine Relevanz, seine künstlerische Relevanz, stehen nicht im 1:1 Verhältnis zu seiner physischen Größe.